Ja, moin Louis, du bist vor ein paar Wochen zum zweiten Mal Papa geworden. Gibt es da noch die ein oder andere Nacht mit wenig Schlaf oder hat sich das schon gut eingespielt bei euch? Ja, moin moin. ja klar, Action ist auf jeden Fall da. Ich muss aber ehrlicherweise sagen, meine Frau ist da sehr, sehr kulant. Sie kümmert sich da so erstmal klar um Neugeborene. Ich bin dann viel mit der Größeren, die Gott sei Dank schon viel besser schläft. Aber wir teilen uns das dann gut auf und wie sie das da macht, auch wenn ich jetzt immer unterwegs bin oder auch auf Fahrten, ist sie da richtig, richtig stark und habe auch eine tolle Schwiegermutter. Von daher wird mir das Leben ziemlich einfach gemacht und ich bin da sehr dankbar. Das ist gut. Ja, auf Fahrt wart ihr auch am letzten Wochenende, um mal zum Sportlichen zu kommen. Ihr konntet aus Düsseldorf am Ende keine Zähler mitnehmen. Was fehlt euch in den letzten Wochen, um aus den Spielen sowohl Tore als auch Punkte mitzunehmen? Ja gut, was uns fehlt, ist, was uns die ganze Saison irgendwie so ein bisschen begleitet. Als Mannschaft so defensiv gut zu stehen. Wir lassen zu viele Torchancen zu. Verteidigen als Mannschaft nicht gut, oder haben dieses Jahr einfach, muss man sagen, das sieht man auch an der Anzahl der Tore. Da spricht man nicht nur die Abwehr an oder den Torwart oder sonst wer, sondern wir alle als Mannschaft machen da zu viele Fehler. Und lassen dann einfach zu viel zu oder der Gegner ist auch einfach effizienter auch wie wir. Wenn man das Spiel jetzt gegen Düsseldorf sieht, so, man fängt gut an, hast ein gutes Gefühl, bist gut im Ballbesitz und auf einmal schnippst du mit den Augen und dann steht es 3-0. Das ist so ein bisschen unser Spiegelbild. Dann natürlich auch vorne, wir hätten da klar noch Chancen gehabt, das 3-3 zu machen. Wenn ich an meine Chance auch denke, da sind wir auch nicht effizient genug, da sind wir auch nicht kaltschnäuzig genug dieses Jahr. Und das müssen wir uns ankreiden, ganz klar. Aber wichtig ist jetzt, wir haben viel darüber gesprochen, wir haben auch jetzt wieder die Zügel angezogen, auch im Training. Es geht einfach darum, jetzt einfach nochmal mit Ehre zu spielen. Und das ist einfach ganz klar eindeutig die Kernbotschaft, eine Ehre für den Verein nochmal. Mit erhobenem Haupt ist einfach nochmal die letzten drei Spiele anzugehen. Den Fans dann einfach was zurückgeben. Gerade jetzt auch in Düsseldorf, wo die eine tolle Choreo gemacht haben, wo die zahlreich erschienen sind. Es tut dann einfach weh, wenn du dann das nicht auf dem Parkett bekommst und dann sang- und klanglos so mehr oder minder verlierst und gehst dann dahin und ja, die Chemie ist einfach nicht gut zwischen Fans und Spieler. Das darf so nicht sein. Das müssen wir aber im Griff kriegen, dass wir einfach wieder eine gute Beziehung miteinander haben, weil das ist wichtig. Das ist die Basis für Erfolg, das ist die Basis für einen guten oder einen gesunden Verein und das müssen wir aber erstmal wieder zurückzahlen mit guten Leistungen und da haben wir jetzt dreimal nochmal die Chance. Ja, die Saison geht jetzt noch etwas mehr als zwei Wochen. Wie kann man bei so wenig verbleibender Zeit vielleicht im Training noch die Hebel ansetzen, damit ihr jetzt auch mit einem guten Gefühl aus der Saison rausgeht? Ja, natürlich im Training, wenn wir über Zweikämpfe, über Emotionen, über Coaching, das sind ganz wichtige Dinge, aber auch, wenn du so eine Phase hast wie jetzt, und du bist die ganze Zeit gestrichtet so mit dem Kopf und du bist irgendwie, weiß ich nicht, der Kopf ist dicht, dann ist auch wichtig, auch mal Spaß wieder reinzubringen, ein Lachen reinzubringen, dass so ein bisschen Lockerheit auch wieder zurückkehrt. Weil dann fließt eine ganz andere Energie durch die Mannschaft und wir brauchen eine positive, gute Energie fürs Wochenende. Und da bin ich überzeugt, dass du ein Spiel eher ziehen kannst, dass der Schuss dann mal nicht drüber geht oder der Torwart den hält, sondern dass er reingeht. Dass wir dann mal wieder Momente haben, wo wir dann auch mit Mann und Maus, mit allen Mann verteidigen und jeder kriegt noch einen Fuß vor und dass wir dann auch zu Null spielen. Weil keiner in der Kabine wünscht sich mehr als ein Sieg zu Hause jetzt gegen KSC. Und einfach mal wieder vor der Kurve zu stehen und einfach mal wieder positive Gesichter zu sehen. Für dich persönlich biegt jetzt hier deine zweite Saison bei Holstein Kiel auf die Zielgerade ein. Nach 23 Einsätzen in der ersten Saison kommst du jetzt in dieser Saison bisher auf 21 Spiele, also eine ähnliche Zahl. Mhm. Wie zufrieden blickst du da so auf deine persönliche Bilanz? Ja gut, es ist die Saison dieses Jahr ist ähnlich gestartet, wie als ich gekommen bin. Nach zwei, drei Spielen einmal habe ich dann aus dem Nichts eine Verletzung. Davor das Jahr war es ein Bündelriss, jetzt war es, dass mein Meniskus da irgendwie gestresst hat. Ja, das fing rumpelig an, wenn du direkt unter das Messer musst, dann kommst du zurück und das Wichtigste für mich ist einfach, dass ich helfen kann, wo es nur geht, ob es auf dem Platz ist, neben dem Platz, Dinge auch voranzutreiben.
Ich weiß, dass ich definitiv noch viel besser spielen kann. Deswegen hoffe ich, dass ich jetzt die letzten drei Spiele noch mal so einen Schwung mitnehmen kann und dann für nächstes Jahr, wo ja ein großer Umbruch stattfindet, da auch mich noch mal persönlich weiterentwickle, als Mensch, als Führungsspieler, als Spieler auf dem Platz. Und deswegen, selbst mit fast 33, ist da eine Entwicklung noch nie am Ende. Und deswegen hoffe ich, dass ich mich da noch mal gut entwickle. Damit hast du der nächsten Frage schon so ein bisschen vorgegriffen. Du hast jetzt dein 100. Zweitligaspiel in dieser Saison absolviert, hast hier noch ein Jahr Vertrag. Was für Ziele hast du dir hier noch auf dem Rasen gesteckt? Ich habe noch Ziele, einfach Spiele zu gewinnen. Ja? Mein Antrieb ist, Spiele zu gewinnen. Mein Antrieb ist, auf dem Platz zu stehen. Mir macht es unheimlich viel Spaß, tagtäglich zu trainieren, zu spielen. Diesen Matchday-Erlebnis. Und solange das da ist, solange es noch so brennt wie an Tag 1, wie wo ich für Aachen mein Debüt gegeben habe gegen Pauli, so ist das immer noch. Nur halt ein paar Jährchen weiter, aber ich liebe es einfach. Und ich möchte einfach helfen, dass der Verein kontinuierlich sich verbessert, dass wir hoffentlich Schritte nach vorne machen. Ich habe auch wahnsinnig viel Bock auf diesen Umbruch. Klar, natürlich immer mit einem weinen und lachenden Auge, wenn man Leute verabschieden muss, aber ich habe einfach Bock auf Entwicklung. Ich habe Lust, einfach anzupacken, zu spielen. So. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe einfach Bock. Ja, Bock wäre auch am Wochenende nicht schlecht. Da kommt der Karlsruher SC ins Holsteinstadion. Ein Team, das zuletzt so ein bisschen wechselhafte Ergebnisse mit 2 Siegen, 2 Unentschieden, 2 Niederlagen drin hatte. Wie schätzt du die Karlsruher ein? Auch eine sehr gute Mannschaft. Ich glaube, dass es ein ganz anderer KSC ist, als wir dort gespielt haben. Dort haben wir nämlich ein sehr gutes Auswärtsspiel gemacht. Die hatten da gerade so eine kleine Talfahrt. Aber es ist eine enorm spielstarke Mannschaft, die ein 4-4-2-Raute spielt, aber sehr variabel ist. Individuell richtig gute Spieler haben. Mit Wanicek, mit Gondorf, einen sehr erfahrenen Mann. Vorne die zwei, die auch immer treffen und vorlegen. Also die sind ja schon richtig gut. Deswegen werden wir auf eine Mannschaft treffen, die auf Augenhöhe ist, die einen ähnlichen Ansatz hat wie wir, fußballerische Lösungen zu suchen. Und deswegen wird es hoffentlich ein offenes, gutes Fußballspiel. Aber dann mit 3 Punkten für uns. Ja, deine persönliche Bilanz gegen den KSC ist gar nicht so schlecht. Du hast noch nie gegen die Karlsruher verloren. Neben dem 4-1 im Hinspiel und einem Pokalerfolg mit Schalke sind dir ja wahrscheinlich besonders die Relegationsspiele mit dem HSV noch in guter Erinnerung. Ach, wert. Geht die Holtby-Serie gegen den KSC also auch am Wochenende weiter? Ja, klar, also wenn du es sagst, ich klopfe nochmal, wie gesagt, dreimal auf Holz, dass es auch weiter so bestehen bleibt. Ich glaube, mein Name ist beim KSC nicht so gut anzusprechen, weil wir ja, wie gesagt, dann auch im Wildpark dann furioses Relegationsspiel hatten. Deswegen selbst der Trainer, der auch eingefleischter KSCer ist, der hat auch schon gesagt, also damals, da habe ich dich gehasst. Und ich so, ja, danke Trainer. Also wie gesagt, vielleicht bin ich nicht so gut anzusprechen im Wildpark. Sehr gut, dann hoffen wir, dass du auch nach Samstag nicht so gut auf den KSC anzusprechen bist und drücken die Daumen für 3 Punkte. Dankeschön, danke.